Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play and Review, heute mit dem neu erschienenen Resident Evil Remastered in HD. Einem Klassiker schlechthin, den jeder eigentlich mal gespielt haben sollte. Für mich ist ehrlich gesagt das erste Mal. Ich hatte es damals im Alter, was war ich da, 7 Jahre oder so, nicht gehabt. Jetzt auch keinen Freund gehabt, von dem ich wusste, dass er es gespielt hat. Also auch keine Playstation jetzt zur Verfügung. Das war ja noch eher so die, ja, sag ich mal, Nintendo-Zeit oder Phase, die man da durchlebt hat. Jetzt aber endlich, auch nach den guten Erfahrungen, die man mit den anderen Teilen gemacht hat, vor allem Resident Evil 4, 5 ging dann so, 6. Ja, ich denke, darüber müssen wir jetzt nicht mehr reden. Aber jedenfalls, eigentlich auch nach dem, was man so als Spieler wissen müsste, einer der Klassiker schlechthin. Und wie soll es jetzt ablaufen in diesem Let's Play and Review? Ich bezwecke mir damit eigentlich zwei Dinge. Einerseits ein ganz normales Let's Play, wie man es kennt, zwischendurch eventuell dann auch kommentiert, aber dann auch hier eher mit dem Fokus, dass man jetzt nicht die ganze Zeit dazwischen quatscht und eher so jetzt auch dem Zuschauer und der Zuschauerin so das Gefühl vermittelt, ein Spiel auch mal live mitzuerleben, ohne dass die ganze Zeit jemand dazwischen redet. Was natürlich aber auch praktisch ist an manchen Stellen, das soll jetzt nicht so negativ klingen, um Gottes Willen. Aber hier eher dann ein bisschen auch des Genres wegen so ein bisschen im Hintergrund. Und an zweiter Stelle immer zwischendurch ein Review, deswegen auch Let's Play and Review, damit man an wichtigen Stellen oder dann auch so an geeigneten Stellen mal so eine Pause einlegt und sagt, wie, ja, keine Ahnung, wie habe ich das Spiel bisher aufgenommen? Würde ich es jetzt, so nach einigen Jahren, jetzt im 21. Jahrhundert, immer noch weiterempfehlen? Ist es ein Klassiker, den man gespielt haben muss? Oder würde man sagen, juh, gar nicht mal so gut gealtert, wie vielleicht alle sagen, ganz nett, um es mal so gespielt zu haben und zu sagen zu können, ja, ich habe es jetzt mal gespielt, diesen alten Klassiker. Und das wird sich jetzt natürlich im Laufe des Let's Plays zeigen. Und ich würde jetzt sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Resident Evil Remastered HD. Let's go.
Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brent. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. So. Ja, nach diesem höchst dramatischen Einstieg, wie man ihn dann auch eigentlich erkennen sollte, fing jetzt natürlich allmählich der Horror an. Die dramatische Musik tut jetzt natürlich schon ihr Übriges dazu. Gut, was man jetzt nach dem Einstieg schon... Na, schönes Blitzgewitter. Ja, sagen muss, ist natürlich klar. Na, dann wird natürlich der eine Kerl von den Hunden angefallen. Jill Valentine guckt natürlich erstmal, kann sich erstmal nicht dazu... Ja, hinzureißen, ihn zu retten. Chris, wenn ich es richtig verstanden habe, stand auch in der Nähe oder kam es kurz danach und ja, sind natürlich dann so die Momente, wo man dann denkt, ja,
hätte man vielleicht so als ausgebildetes militärisches Mitglied hier vielleicht schon früher handeln können. Klar, Horror auf der einen Seite, aber naja, nee, ist natürlich klar, jetzt hier um die Spannung zu erzeugen und legen wir jetzt mal los, schauen wir an, was der Horror sonst noch zu bieten hat. Unsere drei Protagonisten sind jetzt im Herrenhaus, wie man es dann auch schon eigentlich als Gamer kennen sollte. Ich habe mir auch damals schon Let's Play mal ein bisschen angeguckt, natürlich nicht das ganze Spiel, weil ich mir irgendwann dachte, ja gut, die ganze Spannung willst du jetzt nicht kaputt machen, sondern einfach mal erstmal reinschnuppern, gucken, wie das Spiel so aussieht. Aber also von der Original-Playstation-Version auch mal schon mal reingeguckt. Und klar, dann ist schon so Sachen gekannt, wer jetzt die Hauptcharaktere sind. Chris Redfield, Jill Valentine, Wesker. Und als Location erstmal das Herrenhaus oder zentral überhaupt das Herrenhaus im ersten Resident Evil Teil. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Und würde sagen, wir melden uns später an geeigneter Stelle nochmal zu einer weiteren Diskussion. That gunfire. I'm counting on you to investigate, Chris. You got it, Wesker.
Wesker? Jill? Where did they go? Ja, kurzer Einschnitt an dieser Stelle. Ja, Entschuldigung noch, dass ich ein bisschen komisch mit der Steuerung durch die Gegend gelaufen bin. Ist halt immer diese eine Sache, ne? Wenn man jetzt von einem Raum bzw. von einem Raumwinkel in den anderen wechselt, man, sage ich mal, jetzt nach unten drückt, aber dann geradeaus läuft und dann irgendwie nochmal die Richtung wechseln will, muss man sich jetzt auch nochmal einüben. Und ja, also der erste große Moment liegt jetzt natürlich erstmal hinter uns, ne? Also damals wäre es dann wohl, was weiß ich, so vor allem dann, keine Ahnung, so als 10-, 12-Jähriger der erste Moment gewesen, wo man jetzt so in dem Spiel dem Zombie des Spiels schlechthin begegnet. Der allererste ist natürlich dann immer so ein besonderer Moment. Wird dann natürlich jetzt auch hier ganz nett in Szene gesetzt. Klar, ne, Kamerad war dann anscheinend verloren, ne, unbewaffnet wissen wir nicht, konnten wir jetzt auch nicht durchsuchen. Ist natürlich jetzt auch so eine Frage, die sich Spiele dann vielleicht auch gar nicht so im Detail stellen, ne. Keine Ahnung. Müsste jetzt anscheinend seine Waffe verloren haben, ist natürlich jetzt eigentlich ein Mitglied von diesem Kampftrupp oder so, ne, und dann ansonsten, keine Ahnung, wie man sich das sonst erklären könnte, wie er dann von so einem lahmen Zombie jetzt überrascht wurde. Aber das sind jetzt natürlich Fragen, die man sich, wie gesagt, nicht so im Detail stellt. Ich bin jetzt erstmal abgehauen, weil mir ich jetzt keine Lust hatte, mich mit dem Messer da irgendwie rumzuhampeln oder so, bevor dann der Zombie jetzt auch noch keine Ahnung, weitergreifen, man dann schon auf zukünftige Erste-Hilfe-Sets oder so zugreifen muss. Das ist natürlich total dämlich bei so einem einfachen Gegner. Aber ich muss jetzt auch nochmal überlegen, wie das bei Resident Evil 4 war, wenn jetzt die Gegner angestochen wurden und am Boden lagen, ob man die nicht weiter angreifen konnte. Ich weiß gerade nicht, muss man nochmal ausprobieren, ob das hier auch geht mit der Nahkampfwaffe, weil bei solchen einfachen Gegnern dann jetzt die ganze Zeit Munition zu verschwenden, ist auf Dauer natürlich dann auch nicht so produktiv. Aber ja, also wie gesagt, erster guter Eindruck, ist jetzt auf jeden Fall schon mal eine spannende Stimmung, jetzt auch durch, ja, das Fortschreiten des Plots, ne, dass jetzt Jill und Wesker aus irgendeinem Grund, weiß man jetzt erstmal natürlich nicht, weitergegangen oder abgehauen sind, anstatt auf Chris zu warten. Da kann man sich jetzt auch überlegen, gut, der ist jetzt gerade mal 4 Minuten weg und hätten die Zeit nicht warten können, wissen wir nicht, kann ja auch andere Gründe haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Schritt weiter. Durchsuchen wir mal die anderen Räume der Villa des Herrenhauses und geben dem Zombie, der uns vorhin angefallen hat, endlich mal das, was er verdient. Bis zum nächsten Review-Schnitt.
Okay, kurzer Einschnitt jetzt auch nochmal an dieser Stelle. Also, ich gehe jetzt natürlich bei solchen Spielen, die ich jetzt zum ersten Mal spiele, auch gern mal so vor, dass ich wieder an alte Stellen zurückkehre, um zu gucken, ob sich da jetzt irgendwas verändert hat. Was weiß ich, jetzt so ein doofes Beispiel an Rollenspielen, sagen wir mal, man ist bei einer Gruppe, die sagt so, jetzt müssen wir uns verabschieden oder so, mach's gut, wir sehen uns. Dann geht man jetzt, was weiß ich, eine halbe Stunde weiter im Spiel, denkt so, ja gut, jetzt hat sich die Gruppe aufgelöst, die anderen Charaktere sind woanders, dann geht man wieder an dieselbe Stelle zurück und es hat sich nichts geändert, ne? Also, dass jetzt auch irgendwie doch eine Progression stattfindet, wenn die Story es irgendwie vorgibt oder es sinnvoll ist, ne? Und jetzt an dieser Stelle wollte ich jetzt einfach nochmal die Villa so erkunden, auch mal ein bisschen die anderen Räume, jetzt nicht strikt sozusagen linear, das, was man vielleicht denken würde. Man hat die Pistole bekommen, man geht jetzt den Weg weiter, wo man auch den ersten Zombie gefunden hat, weil es dann wahrscheinlich da so weitergehen wird. Sondern einfach erstmal auch mal die Stellen abchecken, die überhaupt in der Nähe sind, die greifbar sind, um zu gucken, gibt das Spiel jetzt eventuell einen streng linearen Weg vor? Scheint vielleicht so zu sein. Ne? Die anderen Räume jetzt hier in der großen Halle sind erstmal verschlossen. Auch dieser Kellerraum, wo jetzt das Stöhnen rauskam, fand ich atmosphärisch ganz gut. Eigentlich interessant an der Stelle auch immer so diese Texte, die zwischendurch stehen, ne? Dass man dann so, ja, jetzt, wie war das vorhin in dem Raum mit den Blutflecken? Ne? Hoffentlich war das nicht von ihrem Kameraden, dass man dann so als Spieler auch direkt so suggestiv angesprochen wird. Und jetzt auch gerade in diesem Kellerraum mit diesem Gitter davor, wo dann halt das Zombie-Stöhnen herkam, ne? Was wohl dahinter sein mag. Überraschung, Überraschung, vielleicht mehr Gegner. Nein. Und was ich jetzt auch auf jeden Fall interessant fand, war jetzt mal die Frage, ne? Was ist eigentlich mit dieser Haupteingangstür? Wird jetzt der Charakter davor stehen und sagen, da geht's nicht weiter? Oder, nee, die ist versperrt, ne? Obwohl sie eigentlich nicht abgeschlossen wurde, weil man einfach reingegangen ist und die auch anscheinend schon auf war. Oder wird er sagen, ja, da gehe ich jetzt nicht raus, da sind die Gegner? Nö, ganz interessant eigentlich an dieser Stelle. Ne? Er öffnet die Tür und reagiert, gut, jetzt zu spät, überraschungsmäßiger Effekt, keine Ahnung, muss man jetzt irgendwie erklären, aber er öffnet die Tür, die Hunde sind noch draußen, ne, was man auch erwarten könnte, außer die suchen sie jetzt irgendwo ein anderes Opfer. Einer springt rein, den muss man jetzt als Gegner bekämpfen. Fand ich an der Stelle eigentlich für ein Spiel, auch jetzt für so ein altes Spiel, nichts gegen alte Spiele, um Gottes Willen. So wollte ich das jetzt auch gar nicht formulieren, aber hätte ich es an der Stelle nicht gedacht. Ne? Ich hätte eher gedacht, ne, da geht's nicht weiter, ich muss woanders hin, ich muss Jill Wesker suchen oder so. Nee, Tür wird geöffnet, Gegner kommt reingesprungen und auch ein schon mal guter Moment, der für das Spiel spricht.
So, ich denke, ich werde das jetzt auch ein bisschen so gestalten, dass ich mich auch schon mal ein bisschen weiter bewege, während ich noch was erzähle. Das ist natürlich dann schon sinnvoller, weil man ja sonst die ganze Zeit immer warten muss. Also, was kann man jetzt natürlich von der Szene von vorhin mitnehmen? Ne? Dann darf ich mir jetzt natürlich auch gerne auf den Kopf schlagen für so einen Moment. Ist natürlich die Sache, ich wollte es einfach mal ausprobieren, um mal ins Spiel reinzukommen, wie viele Gegner jetzt so aushalten. Und klare Sache, ne? Jetzt total dämlich die ganze Munition zu verschießen bei solchen Gegnern, die einen jetzt eh nicht durch die Räume folgen, die man sonst vielleicht im Notfall auch dann mit einem Messer killen könnte und die man ansonsten überhaupt nicht umbringen muss, weil die, wie gesagt, total lahmarschig sind. Und solange man jetzt nicht gerade eingekreist wird, man hätte ja genauso gut drumherum gehen können und immer noch die Statue runterschmeißen können. Ich gehe jetzt mal runter, um das Item zu holen. Dieser komische blaue Edelstein, der wahrscheinlich dann noch eine Funktion erfüllen wird, auf jeden Fall. Das ist natürlich klar, bei so einem Survival-Horror-Game kann es natürlich nicht angehen, dass man dann durch solche Sachen, ne? Es ist immer sowas mit der Bewegung. Wie man gerade schon. Ist da noch was? Weitergegangen ist. Nee, ist natürlich klar, ich werde dann wahrscheinlich auch irgendwann jetzt, nachdem ich jetzt hier ein bisschen reingeschnuppert habe, nochmal einen Spielstand dann neu laden. Und schauen, dass das dann vernünftiger über die Bühne läuft. Das ist ja ganz klar. Ja, jetzt schon mal der erste Eindruck. Ist das Spiel schwieriger als andere Resident Evil Teile? Schwer zu sagen. Also ich habe, wie gesagt, komplett durchgespielt habe ich bisher nur den vierten Teil, den zweiten, dritten Teil. War eine ganz nette Sache, den ich damals bei der Bundeswehrausbildung hatte, man da so einen Medienraum, wo alles Mögliche drin war, also alles Mögliche an Filmen, Spielen und so weiter, die man dann vielleicht oft so direkt nicht kriegt und die jetzt auch in Deutschland erstmal, was weiß ich, zensiert, indiziert waren, so, was weiß ich, die alten Resi-Teile, Starship Troopers und so weiter, war eigentlich eine ganz nette Zeit. Da auch mal so ein bisschen in Resi 2 und 3 reingeguckt, dann noch auf der ganz alten PlayStation. Und ansonsten, wie gesagt, Resident Evil 4 komplett durch und Resident Evil 5 ein bisschen reingeguckt, 6 jetzt mal außen vor gelassen, weil solange man jetzt nicht unbedingt auf Shooter steht, muss man diesen Teil ja, ich denke mal, als, sowohl als Fan als auch sonst als Spieler nicht unbedingt gespielt haben. Da geht an keinem hier ein Spiel Gaming-Historie vorbei. Und naja, nochmal, was stand da? Ja, es scheint da noch irgendwo einzustellen zu sein. Die Uhr, denke ich mal, kann man nicht verschieben an der Stelle. Genau, und irgendwo werden da wahrscheinlich zwei Figuren sein oder so, wo wir dann dieses Bild hier als Hinweis verwenden dürfen. Ja, also wie gesagt, ne, also Vorgehensweise klar, auf jeden Fall Munition sparen, nicht jeden Gegner erledigen, vor allem nicht bei solchen Leichen, die zum Teil lahm sind, die man umlaufen kann. Und das wird eigentlich mal darauf hinauslaufen, dass ich das am besten nochmal neu lade und auch nochmal besser vorgehe. Trotzdem will ich jetzt die Gelegenheit nutzen, einfach trotzdem für einen ersten Überblick, auch wenn man sich jetzt vor allem jetzt als neuer Spieler überlegt, soll ich mir den Teil zulegen, wie ist er denn sonst noch so gestaltet, einfach mal noch so ein bisschen durch das Herrenhaus streife, jetzt nur noch mit einem Messer bewaffnet, auf der Suche nach Munition und möglichst wenig Gegnern. Achso, ja stimmt, die Frage noch von damals, ist es jetzt von Anfang an schwerer als andere Resident Evil Teile? Gut, ist natürlich eine Frage des Schwierigkeitsgrades. Ah, Herr Zombie. Ja. Wäre natürlich cool, wenn es hier noch einer rumlaufen würde. Nicht der Fall. Ihm ist anscheinend etwas an die Gurgel gegangen. Keine Ahnung. Ich meine, ich hätte so einen Typen gesehen, der mit ihm... Gut, man hört schon mal nichts. Das ist immer ein gutes Zeichen in Horrorspielen, wenn man nichts hört. Nichts stöhnt. Ein befreiendes Gefühl. Das hier im Tee. Ich will jetzt nicht die Spannung verderben, aber ich meine, an der Stelle hätte ich früher in einem Let's Play einen Gegner gesehen. Ja, der auftaucht. Ich glaube, der sonst nichts Besonderes macht. Schauen wir mal an. Ach ja. So, jetzt möchte ich das auch mal ausprobieren. Ne? Es ist natürlich klar. Oh Gott, der Vogel ist verschwunden. Oh Gott. Ein toter Rabe. Achso.
Da schimmert so leicht etwas. Namens Pistolenmagazin. Sehr schön. Also wenn jetzt der Zombie aufsteht, wäre es natürlich... Tu da nicht. Okay, das ist schon mal gut an der Stelle. Hätte man an neuen Spielen, hätte ich das schon mal erwartet. Ne? Also ein typisch geskriptes Ereignis. Man denkt, ne, wow, das sind Gegenstände, ich sammle die jetzt mal alle ein. Und natürlich, klar, jetzt springen aus allen möglichen Fenstern und Fugen die Gegner rein und raus und wieder rein, keine Ahnung. Hier an der Stelle nicht. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wann wird das Vieh aufstehen? Nicht der Rabe, der Zombie ist natürlich klar. Nehme ich die Heilpflanzen mit, steht er dann vielleicht auf, keine Ahnung. Nee, aber was ich jetzt an der Stelle wirklich mal ausprobieren will, und sollte ich auch drauf gehen, verzeiht es mir. Oder so? Okay. Wirklich jetzt mal die Frage, wie das mit dem Nahkampf aussieht. Aber kann ich die jetzt einfach so, auch wenn die schon am Boden liegen oder noch am Boden liegen, angreifen? Weil, naja, ich sag's mal so, wäre nicht schlecht. Mal schauen. Hallo? Okay, es kann natürlich jetzt immer noch sein, dass das einfach nur wirklich eine Leiche ist und kein Zombie. Aber ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, wenn wir jetzt hier die ganzen Items eingesammelt haben, wird das Vieh aufstehen. Ist natürlich klar, was man beim Resident Evil auch nicht vergessen sollte. Kräuter kann man, ich denke mal, jetzt auch im ersten Teil kombinieren, um dann stärkere Heilungsobjekte zu erstellen. Schauen wir nochmal nach. Ja. Einheimisches Kraut dieser Region. Grünes Kraut. Verwenden wir es jetzt mal. Wie gesagt, es geht jetzt eigentlich nur darum, ein bisschen in die Spielmechaniken reinzugucken. Würde mich auch interessieren, ob man das Inventar erweitern kann. Ob das jetzt auch so eine Funktion des Spiels ist oder so ein besonderer Moment, wo das Inventar erweitert wird, aber ich weiß nicht, in Resident Evil 4 war das ja so, ne, dass man diesen riesigen Aktenkoffer, das war ja ein Aktenkoffer, ne, erweitern konnte, damit dann auch irgendwie ein Scharfschützengewehr und eine Bazooka reinpassen. Ja, natürlich nehmen wir das grüne Kraut mit und jetzt bin ich mal gespannt. Passiert. Vielleicht ja auch erst später. Okay, kurzer Schnitt, ich ziehe mich wieder zurück und schaue mal an, was die anderen Räume zu bieten haben.
Okay, kleiner Schnitt auch nochmal hier. Ja, hätte ich jetzt auch nicht mehr so erwartet. Ich weiß nicht, ich werde mich jetzt auch nicht mehr darauf beziehen, ob ich mich jetzt an eine Stelle erinnere oder nicht. Ist jetzt auch egal, ne? Aber ich dachte jetzt auch, na, wenn ich mir jetzt nochmal hier diese Inschrift anschaue, was war das jetzt nochmal? Der Todeserste Anfang, wenn ich mich richtig erinnere. Na, hatte ich mir schon gedacht, na, ist natürlich. Ja, es ist echt eigentlich subtil, wirklich gut gemacht, muss ich an dieser Stelle sagen. Also man tritt durch eine neue Tür. Was ich jetzt auch wirklich gut finde, ist, dass jetzt nicht direkt man nicht direkt davon Zombie überfallen wird, ne, und direkt ergriffen wird, ne? Also, dass man jetzt auch wirklich die Spannung wirklich langsam aufbaut und auch immer dieser Moment, wenn die Tür aufgeht und man jetzt denkt, oh, was wird jetzt wohl im nächsten Raum sein und dieses Spiel jetzt wirklich langsam anfängt, ne? Also klar, man hat jetzt schon Gegner, weißt du, wie viele Gegner sind mir jetzt begegnet? Eins, zwei, drei. Gut, ne? Aber trotzdem, es ist nicht dieser, ach, ich sag mal, den Spieler aus dem Nichts überwältigende und fast schon erstickende Moment, den man jetzt auch viel in neueren Spielen hat, ne? Wo man direkt ist natürlich auch ein, ich sag mal, ein Stilmittel, wenn man jetzt direkt mit einem Bosskampf oder so anfängt oder so, was weiß ich, und dann der Charakter all seine Fähigkeiten verliert und wieder von neu starten muss, wie man das vielleicht auch, keine Ahnung, von einigen Spielen her kennt, ne? Aber dass man jetzt auch wirklich langsam aufbaut und jetzt auch hier bei diesem Der Tod ist erst der Anfang schon so subtil aufbaut, in diesem Kamerawinkel und dann denkt, so, jetzt gehe ich die 2 Schritte weiter nach unten, was wird da jetzt kommen, ne? Ein Gegner, eine Falle und so weiter, ne? Und in diesem Fall, ganz klar zu sehen, ist es die Falle, wenn wir jetzt gleich hochgehen, konnte man jetzt schon erahnen. Und naja, ich sag's mal so, wenn man jetzt eigentlich so ein Let's Play blind spielt, sollte man ja jetzt auch wirklich klar durchgehen, ne? Aber ich will jetzt auch noch mal ein bisschen die anderen Räume erkunden, ne? Bevor ich jetzt hier irgendeinen Fehler mache. Man kann sich natürlich jetzt schon mal darauf einstellen, das ist ja auch ganz gut gemacht, ne? Das Ding fährt auf Schienen, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man um sein Leben rennt, ans andere Ende des Raums. Und jetzt möchte ich mich auch wirklich noch mal fragen an dieser Stelle. Gibt es eine Option, um zu rennen bei. Nee, bei einem Resident Evil doch nicht. Muss einfach nur einen Stick ausreizen. Tatsache. X ist rennen. Muss ich jetzt mal in einem bisschen offenen Raum probieren. Jetzt so nicht mehr in Erinnerung, dass man bei Resident Evil rennen konnte. Ist alles viel zu lang her. Bis zur nächsten Szene.
Okay, kleine Meldung auch wieder an dieser Stelle jetzt. Natürlich, sorry, dass ich jetzt immer wieder Objekte aufhebe, obwohl das Inventar voll ist. Ich weiß das auch. Das war natürlich noch ein bisschen so die Hoffnung, jetzt beim ersten Mal, beim zweiten Mal natürlich nicht, dass man jetzt irgendwie doch das Magazin aufnehmen oder zumindest, sage ich mal, in dem Inventarbildschirm so verwenden kann, dass man es direkt, was weiß ich, mit der Pistole kombiniert, Munition wieder auffüllt und den Rest dann wegschmeißt, beziehungsweise das Objekt dann sonst verloren geht. Ne? Okay, was man jetzt natürlich schon so ein bisschen zum Spiel sagen muss, ist, gut, das Inventar ist vorgegeben, das ist, sage ich mal, gang und gäbe. Man kann es natürlich drüber streiten, ob die Gegenstände jetzt wirklich so groß sind, dass man jetzt nicht noch einen kleinen Pfeil oder was das war, oder so ein Pfeil war das ja, mitnehmen könnte. Nee, ist natürlich egal. Auch natürlich, was weiß ich. Ist natürlich schon sinnvoll. Gibt natürlich dann schon dem Spiel ein bisschen linearen Touch, ne? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass bestimmte Räume erst nach einer Zeit zugänglich sind, man bis dahin bestimmte Gegenstände, die jetzt storymäßig relevant sind, wie jetzt, was haben wir jetzt nochmal hier, dieses Symbol und natürlich dann auch darunter den blauen Edelstein, dass man die natürlich schon früher einsammelt, jetzt nicht irgendwie auf den Boden legen kann oder so, weil man jetzt denkt, so, jetzt hätte ich mal lieber die Munition oder ein Kraut zum Kombinieren. Ist jetzt an der Stelle nicht möglich. Ist auch okay, so nach verliert man dann die storywichtigen Gegenstände, weiß ich nicht, wo man die auf den Bogen geknallt hat. Ist natürlich klar, gibt jetzt im Spiel aber schon eine klare Linie vorne. Wir müssen jetzt irgendwie die Stelle finden, wo setzt man das Symbol ein, wo setzt man den blauen Edelstein ein, da geht's dann weiter. Was ich aber gut fand, jetzt auch, da müssen wir jetzt nochmal auf die Karte gleich gucken. Ja, also was ich gut fand, ist, dass sich eben durch die Wahl anderer Wege jetzt auch neue Wege einerseits erschließen, man dann aber auch irgendwie zu alten Stellen zurückkehrt. Ne? Also was hatten wir jetzt hier unten? Kann ich jetzt nicht anzeigen, weil ich jetzt nicht nichts hier bewegen kann, aber diese blaue Tür jetzt, die zum zur oberen Etage von dieser Galerie, also von diesem Speisesaal führte, schließt jetzt sozusagen wieder den Kreis. Ne? Und das ist jetzt natürlich auch in so einem Survival-Horror-Spiel, ich sag mal, ganz schön und spannend, wenn man jetzt diese Bereiche dann wieder einzeln erschließt, man wieder ist natürlich auch so ein erleichternder Moment, wenn man jetzt wirklich dann auch sich in das Spiel hinein vertieft, jetzt nicht unbedingt am helllichten Tag spielt oder so, weil man jetzt meint, dass man sonst nicht überleben könnte, aber dass man dann auch wirklich sozusagen wieder und ich denke mal, das ist jetzt auch sowas, was wir vielleicht in den nächsten Folgen diskutieren könnten, so eine Frage, was macht so ein Horrorspiel überhaupt aus? Ne? Also sind es jetzt diese dauernden Horrormomente, dieses dauernde Unbehagen oder doch vielleicht eher auf der anderen Seite dieses Auf- und Abgefühl, ne? Dass man jetzt wirklich klar diese Horrormomente hat, wo man auch unter Druck ist, wo dann was weiß ich, jetzt hier so ein Gewitter, die Soundeffekte, die Zeichnungen, was weiß ich, Leichen, Blutflecken, morbide Gestalten, Figuren, abblätternde Tapete, was weiß ich, was man da jetzt auch für alle möglichen Mittel verwenden kann, dass man jetzt natürlich einmal als diese Stressmomente hat in dem Horrorspiel, wo man dann, was weiß ich, dann auch aufs Überleben fixiert ist und um das Überleben kämpfen muss. Aber dann auch wieder diese, ich weiß nicht, wie man das nennen könnte, retardierenden und ruhigen, zurückkehrenden Momente hat, ne, wo man dann auch wirklich an Stellen, vielleicht auch zu Charakteren und sonst was zurückkehren kann, wo man jetzt wieder denkt, so, hier bin ich jetzt wirklich an einer Stelle, wo erstmal nichts passieren kann, wo ich nochmal Luft holen kann, mich sammeln kann, überlegen kann, wie gehe ich jetzt storymäßig weiter, wie geht es storymäßig weiter oder wie kann ich die Story vorantreiben, wo waren nochmal Stellen, wo ich die Gegenstände einsetzen konnte, ne? Dass man da auch vielleicht dann eher so eine abwechselnde Spannungskurve hat, ne? Also zwischen diesen stressigen Momenten und eher diesen ruhigen Phasen. Ja? Und na, jetzt sieht man hier, was haben wir jetzt bisher erkundet, ne? Die Eingangshalle, die Schreibmaschine ist jetzt auch verzeichnet, ne? Das ist jetzt auch immer so eine schöne Sache, dass man die Karten jetzt dann auch, wie gesagt, nach und nach erschließt, schon mal so eine Ahnung hat, wie groß überhaupt das Areal ist, ne? Also was einen wohl noch an dieser Stelle, Entschuldigung, erwartet und ja, wo man vielleicht auch gar nicht mehr hin muss, weil es einfach schon erledigt ist. Ja, ich will jetzt noch ein paar Minuten hier weiterspielen, um den Einblick noch so ein bisschen zu verschärfen und zu gucken, was man sonst noch machen kann und wo man dann vielleicht auch endlich die Questgegenstände abliefern kann. Aber das würde ich dann natürlich erstmal bis zur nächsten Folge der Fantasie des Zuschauers, der Zuschauerin überlassen. Zur Schreibmaschine zurückkehren, aber dann natürlich auch erstmal vielleicht erwägen. Na, ist jetzt noch eine Frage, ne? Fängt man jetzt nochmal neu bei der Schreibmaschine an, weil man denkt, gut, das war jetzt doof oben mit dem Zombie, oder sagt man, das war jetzt ein Lerneffekt? Ich habe sozusagen verbaut, ich habe schlecht gezielt, ich habe zu viel Munition verplempert, wobei ich schon fast denke, dass
der zweite Zombie weniger eingesteckt als der erste. Ich meine, beim ersten hätte ich noch zweimal verfehlt, ganz doof. Wenn man jetzt noch so ein bisschen mit der Steuerung, wie gesagt, rumhantieren muss und dann auch noch mal ein bisschen da gehen muss. Aber ich meine, was auf jeden Fall gut ist, das konnte man ja auch am Anfang wählen, ist die Frage, hat man jetzt die klassische Steuerung oder eine moderne? Ne? Und dann habe ich mich jetzt auch für die moderne auch entschieden, was für mich wichtig ist, dass ich dann, ich meine, was wäre das jetzt bei der klassischen Steuerung? Ne? Dass ich sozusagen in eine Richtung zeige, also wie jetzt hier gucke und dann auf eine Taste drücke, um zu gehen. Ne? Ich glaube, das war das mit Laufen. Jetzt habe ich es, glaube ich. Ne? Also das konnte man ja auch vorhin im Controller-Menü sehen, im Setting, ne? Dass man, das müsste das alte Setting sein, ne? Dass man wirklich jetzt in eine Richtung, sag ich mal, guckt und jetzt eine X-Taste drücken würde, kann ich jetzt nicht machen, weil ich das moderne Setting genommen habe und da sich dann bewegt. Aber dann würde man ja auch nur laufen. Oder man müsste dann... Naja, das geht ja nicht. Das will ich auch gerade, aber wenn jetzt mit der X-Taste, ist natürlich die Frage, weil mit so einem Controller-Stick hat man jetzt natürlich die Wahl, langsam zu gehen und schnell zu laufen. Ist ja auch egal, wird ja auch wahrscheinlich dann irgendwo durch einen anderen Knopf einstellbar sein. Drehen wir nochmal die Runde zurück. Und schauen an, ob sich vielleicht noch irgendwas verändert hat. Vielleicht auch das Vieh unten, was uns ja schon mal so verdächtig aussah, so auch wie der Zombie jetzt hier, ob die jetzt vielleicht nicht doch erwachen. Also können wir schon überlegen, ne, dass man jetzt anscheinend im Herrenhaus auch wieder an alte Stellen zurückkehren wird, weil man jetzt erstmal die Quest-Items später bekommt, die man braucht. Also Quest-Items in Anführungsstrichen sind jetzt keine richtigen klassischen Quests wie in einem RPG. Aber ich würde stark vermuten, dass die Zombies oder diese vermeintlichen Leichen, die am Boden liegen, vor allem jetzt die hier, die man gar nicht untersuchen konnte im Raum davor, dass die auch mit der Zeit dann wieder erwachen und Terz machen. Na, weil man eben halt da zurückkehrt und gut, jetzt warten sie halt, bis sie erwachen. Na, mal schauen. Na, okay, alles unverändert an der Stelle. Gehen wir mal für den Rest erstmal davon aus, dass es sich wirklich um eine Leiche handelt. Aber Moment, hier müsste ja jetzt noch unser alter Freund sein und da... Auf Gedeih und Verderb möchte ich wirklich nochmal eine Sache ausprobieren. Deswegen heile ich mich jetzt nochmal. Ist natürlich jetzt die Frage, wie stark das grüne Kraut ist. Nicht, dass es dann, dass man eigentlich noch ein paar Schläge einstecken könnte und jetzt schon zu viel Heil-Items verschwendet, die jetzt aber auch, ja, dann doch zum Teil auch schon, zumindest da oben, wo der andere Gegner lag, doch schon zur Verfügung stehen. Wenn man jetzt irgendwie jetzt nicht denken muss, man hätte zu wenig. Aber jetzt wirklich mal die Frage, wie sieht es nochmal mit dem Messerkampf aus? Dann können wir den so ein bisschen besser taktieren. Ja. Okay, sorry. Kurzes Zwischenfazit an dieser Stelle. Ne? Also zum, im Vergleich zu Resident Evil 4, ich habe jetzt auch bei dem Teil einen mittleren Schwierigkeitsgrad gewählt, sieht man, also ich habe jetzt irgendwie den Eindruck, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber die Zombies stecken hier deutlich mehr weg. Ne? Also jetzt auch mal klar gemacht, ein Fehler von vorhin war klar, ne, man muss sich dann runterbeugen,
was man auch beim alten Resident Evil, also in Anführungsstrichen alten Resident Evil 4 gemacht haben, dass man nicht runter beziehungsweise in die Richtung, wo man dann auch stechen will, beugen muss. Ich hatte jetzt wirklich nochmal falsch in Erinnerung, dass man das dann automatisch macht, dass man nicht gar nicht mehr irgendwo hinneigen muss, aber das wird wohl damals auch so gewesen sein bei Resi 4 und jetzt natürlich auch. Oh, ich hasse diese Wechsel. So, jetzt mal. Sorry. Das ist natürlich dann eine Sache des Übens. So, kleiner Wecker. Hab mir das erstmal auf eine Stunde eingestellt, um das jetzt auch mal dann splitten zu können auf 20 Minuten Portion. Und deswegen werde ich jetzt gleich noch einen kurzen Comment abgeben. Kann man jetzt eigentlich schon machen. So, nur kurz ausgestellt. Und ja, also wirklich mein Eindruck im Vergleich zu Resident Evil 4 ist auf jeden Fall, die Zombies stecken deutlich mehr weg. Überraschend fand ich jetzt auch, dass wenn er auf dem Boden liegt und angestochen wird, direkt wieder aufsteht, dass man jetzt vielleicht zu zwei, drei Stichen kommt. Das ist jetzt natürlich eine Sache des Könnens. Was schon mal beruhigend ist, dass man jetzt nicht irgendwie dreimal gegriffen wird und schon tot ist. Wir sind jetzt im kritischen Zustand und können jetzt natürlich jetzt auch mal gucken, was bringt das Kraut. Wenn wir es jetzt nehmen, dann sind wir jetzt vielleicht schon wenigstens im hellgrünen Bereich. Das ist natürlich geil, wenn der Zombie jetzt aufstehen würde und mir den Rest gibt. Da würde ich meine Spielerkarriere aber wirklich an den Nagel hängen können. Probieren wir es mal aus. Eins der wenigen Kräuter, die noch verbleiben. Und wir sind im gelben Bereich. Ne? Also lass mal überlegen, nach der Warnung wurde ich noch zweimal angefallen, und kam in den kritischen Bereich. Ne? Das heißt, ich hätte mich jetzt, glaube ich, sagen wir mal, einmal weniger angegriffen werden aus dem gelben Bereich, in was weiß ich, nicht ganz kritischen Bereich und von da aus wieder komplett in grün. Also ich würde sagen, das grüne Kraut, muss ich auch nochmal nachschlagen oder so an der Stelle, halt dann schon ein bisschen mehr, dass man jetzt nicht bei diesem Warnungszustand es schon verzehren sollte, sondern, sag ich mal, noch einen Angriff, je nach Gegner natürlich, klar, bei einem schweren Angriff von einem anderen Gegnertypen ist das natürlich dann schon eine andere Sache. Nehmen wir das jetzt auch nochmal mit. Ja, ist natürlich jetzt auch die Sache, lass ich das Kraut lieber liegen, weil ich lieber die Quest-Items nehmen will, aber ich kann gar nichts ablegen an der Stelle. Ne? Ist jetzt nicht bös gemeint, jetzt auf das Spiel bezogen. Das ist natürlich jetzt auch eine taktische Frage, wie man dann vorgeht. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle mal einen Schnitt. Ne? Erfahrung ist klar. Ne, wir machen keinen Schnitt. Ich will den Zombie doch weghaben. Einfach mal aus... Ihr wisst schon. Ah gut, also wo man sich jetzt wirklich bei der Steuerung gewöhnen sollte, ist das, wenn man wirklich schon in die eine Richtung geht, jetzt gut die Kamera wechselt, dass man jetzt denkt, oh, ich muss jetzt nach vorne drücken, dass man es auch wirklich einfach so weiterhält, dann hat man jetzt wirklich keinen Stress. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich will jetzt wirklich diese Messergeschichte klären. Sorry, dass ich jetzt gerade so darauf erpicht bin. Klar, ich kann natürlich dem Gegner jetzt bis zum Rest des Spiels ausweichen, werde ich natürlich auch sonst machen, aber einfach mal so testen auf so einem mittleren Schwierigkeitsgrad. Nachher finde ich noch raus, dass man die mit dem Messer gar nicht killen kann. Nehmt es mir bitte nicht übel als... Na, er steht wieder an derselben Stelle. Ist jetzt natürlich eine Frage, heilt er sich, wenn ich den Raum wechsle? Treffen sich Chris Redfield und ein Zombie. Nee. Wird jetzt wahrscheinlich nichts passieren. Probieren es nochmal mit der Knarre, um das auch nochmal ein bisschen zu üben. Aber ich bin jetzt echt überfragt, ob die jetzt überhaupt die Messer nur als Hilfe gelten können. Nee, man muss ja auch mit dem Messer killen können. Kann ja nicht angehen. Naja, es tut mir leid, ich muss dich jetzt von deinem Leid erlösen. Es tut mir leid. Du warst bestimmt mal ein guter Mensch. Okay. Okay. Das war, sagen wir mal, irgendwie überraschend. Hatte ich den jetzt so weit mit dem Messer behakt, dass jetzt wirklich nur noch ein Schuss fehlt? Oder kann man bei dem Spiel auch wirklich zielen? Nee, ist eine doofe Frage. Klar kann man ein bisschen zielen. Man kann halt jetzt drei Richtungen, geradeaus, geradewegs, dann nach oben, ist jetzt natürlich auch klar, und geradewegs nach unten, je nachdem dann, wo die Gegner liegen, kann man jetzt natürlich auch diese Position nehmen, aber habe ich jetzt irgendwas Besonderes gemacht? Die Experten unter euch werden es wissen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Dann besser, spannender und konzentrierter. Macht's gut, die Antagonist verabschiedet sich.
Wir sehen uns, haltet die Ohren steif und ich würde sagen, nach dem ersten Eindruck, holt euch das Spiel. Es lohnt sich.